I do all I and Eric always dab. Dat is een uitdruk voor het leven. Fragen, die ihr uns gestellt habt. Das kannst du nicht bringen! Ja, ich kann nicht reden! Hallo! Also wir sind heute hier bei UKK, wegen dem 4000 Subscriber Special. Und ich bin gefragt worden, ob ich so drischismässig als MC spiele. Cool. Yay! Und ich bin heute eigentlich einfach nur die, die Fragen vorlesen. Cool. Wir fangen an mit Frage. Aber wirklich, du eine Vorstellung machen oder so? Ja, wir können etwas machen. Oder einfach Namen. White Kebab. White Kebab. Danke, Paul. If you would be a food, which dish would you each be? Salat. Ich wäre Curry. Wieso? Es ist fein. Es bringt mich zum Schiessen. Ja, nein, wirklich. Das ist fein. Die meisten Leute haben es gern. Was sollst du nicht? Ja, ist ein Herdöpfel. Die ist Käse. Ja, Käse. Käse, Chicken Nugget. Was geht's sein? Sei Sojasauce mit Ei. In Fire Screw? Wer isst am meisten? Aha. Ja, aber weißt du? Okay. Niki. Wir haben eine Antwort. Der ist gut. Boca Chaco, tell me your favorite food and on the contrary, what you absolutely cannot eat. Gurkisch! Also ist es Lieblingsessen? Gurkisch Hölle. Und beste ist Pizza. Ich esse sehr gerne Crepe. Und was ich gar nicht gerne kann, ist Fanka. Mit Sojasauce. Es gibt Sachen, die kann man nur einmal essen. Ja, weißt du, so Fisch und Stühle. Das ist Fisch. Was? Nein, was? Eben, das kann man nur einmal essen. Also. Ich habe jetzt kein Lieblingsessen, das mir gerade einfällt, aber ich esse nicht gerne Shiitake-Pilz. Das tut mir leid an Bianca. Das gehört mir auch. Okay, next. Ich esse alles aus dem Fleisch. Sie ist vegan. Wie man das mal sieht. Also, sie in Fire's Crew. Wer trainiert am härtesten? No. Also, sicher nicht Arno und Erik. No. In Fires, babe. Hey. In Fires. Wer sind eure Vorbilder? Also mein Vorbild ist Shakira. Shiny. Tips for learning new K-pop dances fast. Ja, wiederholen. Wenn du meinst, du kannst es immer noch nicht. Wow, nein. Also entweder man ist nicht pingelig und gibt sich schnell zufrieden. Ja, es ist so und dann hat man es ja schnell. Oder wenn man ganz pingelig ist, dann muss man es einfach 1000 Mal wiederholen. Meistens Refrain und dann anfangen. Also ja. ich bei mir kommt es mega drauf an, wie fest der Tanz. Und ich würde immer mit den Armen anfangen. Arm ist immer das Wichtigste. Mhm. Und immer so stückweise. Ja. Und dann immer wieder verbinden. Und alles wiederholen. Ja. Die einen lernen das besser, wenn du zuerst langsam anfängst und nachher schneller wirst. Ja, wenn du zum Beispiel in 0,6 Speed oder so, dass du ein Tanz ist und dann vielleicht irgendwann dann immer dich steiger ist. Mhm. Aber es kommt auch auf den Tanz drauf an. Also back you. Back you. What was for you the best comeback of 2017 so far and why? EXO Power! Ja, Comeback in dem Sinne nicht, aber Nuest hat einen Fansong rausgebracht. Ja, Monster X Shine Forever. Weil es Visuals. Ich bin
BAP beide Comebacks und EXO beide Comebacks. Also es ist nicht, also es ist schon irgendwie ein Comeback gewesen, aber auch irgendwie so ein Debüt, halt Highlight, dass sie ans Volk wieder, also zurückgekommen sind mit ihrem eigenen Entertainment. Ja. Also mein Biased Arsch seit 17. Was mir klar war, aber wenn ich jetzt aus einer neutralen Sicht auswählen müsste, das beste Comeback so far war, ist für mich Sunny Gashina. Für mich ist das Comeback, das mega underrated ist, von Team Top, Love Is. Das ist so schlimm! Ich bin mega froh, dass wir mehr tanzen und ich finde, dass ich viel mehr anerkenne. Justice for Team Time! Mädels, der Fall BTS comeback. Er ist LVTPT. How old, y'all? Do you like? Exactly. What are your nationalities? Schweiz! Schweiz, Thailand. Schweiz, Peru. Schweiz, Jamaika. Wir sind auch so Schweizer. Wieso lachen wir nicht? Schweiz und Taiwan. Schweiz und China. Chines. Thailand, Afrika, Kongo. Schweiz und Taiwan. Okay. Fangirl Crush XX. Gibt's einen Fandom-Namen? Aber wenn wir das schon exposed? Ja. Ryan! Das Kingdom ist nur für euch. Yeah. Schwul! Hosok's geile. Ich dachte, wie Hosok's sagt. J-Hop's geile Socken. What's your favorite K-Pop group? Newest. Was heißt? EXO. Ja, wie soll ich sagen? Ich sag jetzt BAP. Ich kann so eine verdammte Liste, ich kann nicht alles aufzählen. Okay. Wie gesagt, ja. Ich sag Big Bang. Highlight. 17. Lovelies. BTS. Jeder Name, ja. Aber ich bin trotzdem alle vier von den gleichen. Ja, Little Chinese. Alle David, Eric müssen drei von euch schminken. Jetzt? Nein. Das ist eine Challenge, das ist nicht eine Frage. Du meinst so smacken? Wow! Also die Fragen sind fertig. Danke vielmals. Danke! Support das weiterhin. Merci vielmals für eure Liebe, für euren Support. Gebt ein Like, subscribe. Okay. Weiter.